Das Tunguska-Ereignis bestand aus einer oder mehreren sehr großen Explosionen, da ja auch Tunguska-Explosion am 30. Juni 1908 im sibirischen Gouvernement Jenisek oder sowas, der heutigen Region Krasnojarsk, oh, ich bin echt schlecht im Russisch, deren Ursache sich bisher nicht zweifelsfrei klären ließ. Das Ereignis fand in der Nähe des Flusses Steinige Tunguska im Siedlungsgebiet der Ewenken statt. Als wahrscheinlichste Ursache gilt zurzeit der Eintritt eines Asteroiden, des sogenannten Tunguska-Asteroiden, oder eines Kometen in die Erdatmosphäre. Nach neueren Erkenntnissen ist auch eine vulkanische Eruption nicht auszuschließen. Und damit heißen ich, euer Let's Play Retro und Euer DSD Steve. euch willkommen zu Let's Play Tunguska Tor der Zeit, einem Spiel von Björn Liebaug, auch bekannt als Mystic T. Und ich denke, ihr werdet es schon merken, ich bin super mega ultra gehypt. Ich auch. Wir haben jetzt sein erstes Spiel schon gespielt, das einen Silberstern bekommen hat. Sein zweites Spiel hat keinen Stern erhalten. Aber das Aber muss nichts bedeuten. genau. Ich lese mal ganz, ganz kurz aus dem Thread Multiple Access vor. Spielevorstellung 13.02.2007. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Ja, da haben wir Ja. wenigstens einen zeitlichen Kontext, den wir das Spiel einordnen können. Es ist also relativ kurze Zeit nach Legacy of Dream erschienen. So ungefähr Genau. ein Jahr später. Spielprinzip. Tunguska ist ein klassisches Fantasy-RPG. Die Handlung spielt in drei verschiedenen Welten. Der unseren im späten 18. Jahrhundert, einer Parallelwelt in einer unbekanntes, von Magie beherrschten Zeit und in der Unterwelt, dem Hort des Bösen. Ich hoffe, ich spoile damit nicht zu viel. Natürlich kommt auch das Rätsel nicht zu kurz. Ich habe mich bemüht, die Rätsel aus Legacy of Dream nicht einfach wiederzuverwenden, sondern neue zu entwickeln. Es Damit ist er wird. anders als Kelvin. Kelvin würde einfach seine Rätsel immer wieder neu verwenden. Ja, und optisch ein bisschen verändern, sodass es nach neuen Rätseln aussieht. Genau. Es wird zudem eine frei zu Fuß oder mit dem Schiff bereisbare Weltkarte mit einigen Sidequests geben. Und damit beende ich das auch tatsächlich erst einmal. Also, das wäre so die Vorstellung von Mystic T aus dem Thread im Multimedia Access. Ich bin wirklich gespannt. Also, Steve hat ja schon eine ganze Menge versprochen. Wir haben ja schon in Legacy of Dream eine ganze Menge über dieses Spiel gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Also, ich weiß nur das bisschen, was uns Steve erzählt hat. Steve weiß natürlich ein bisschen mehr. Genau. Der hat schon mal ein Let's Play zu diesem Spiel gesehen. Aber das Let's Play ist mittlerweile wahrscheinlich schon wieder 5 oder 6 Jahre alt. Deswegen denke ich mal, Richtig. können wir das Ganze ein bisschen auffrischen. Und außerdem sind wir auch andere Leute mit einer ganz anderen Art. Und deswegen spielen wir heute Tunguska, Tor der Zeit. Würde ich mal sagen, Wir legen los, Tunguska, Tunguska genau. spielen, ne? Beenden werden Ja. wir es auf jeden Fall nicht. Ja, klassische RTP-Musik. Es ist der 27. Juli des Jahres 1789. In den Wirren dieses Krieges schreibe ich meine Memoiren, mein Vermächtnis. Mein Name ist François Milhaud. Inoffiziell bin ich Berater seiner Majestät, aber inoffiziell bin ich viel mehr. Ich bin verstrickt in eine Verschwörung von epischem Ausmaß. Oh mein Gott, kannst du bitte Deutsch sprechen? Ja, Das ist ein mach die Tür auf, Riesen-Harry. Milo, oder wir treten sie ein. Lange werde ich nicht mehr aushalten können. Sie werden mich kriegen, wie auch alle vor mir. Ich weiß zu viel. Und sie werden es auf die Bestie schieben, wie bei allen anderen auch. Hier muss man echt schnell sein bei diesen Texten. Also, Steve, du würdest es auf jeden Fall niemals schaffen. Tut mir leid. Tunguska, Tor der Zeit. Fand ich so ganz cool gerade, wie das eingebildet wurde. Du darfst mich jetzt auf jeden Fall zurückflamen, wenn du willst. Aber das Ja, aber den wird sich sowieso. Protagonisten darfst du auf keinen Fall mit französischem Akzent sprechen. Alles Auf klar. keinen Fall. Auf gar keinen Fall, dann mache ich das nicht. Also kannst du ihn zur Not auf jeden Protagonisten sprechen aus dem Spiel davor, aber auf keinen Fall bitte französisch. Nein. Mal gucken, was der für eine Stimme bekommt. Der gehört auf jeden Fall mit, Holla! genau. Holla, Fremder! Ihr seht müde aus. Dieses Faceit kenne ich auf jeden Fall aus anderen RPG-Megaspielen und diese Textbox. Das wirkt wirklich irgendwie alles so nach 2005, 2006, 2007. Das Das Spiel Problem erinnert ist, mich dass. optisch an Helden. Und das Beste ist, die Textbox überdeckt uns mal wieder. Auch wenn Das sie lustig. durchsichtig ist. Das Problem ist, das können doch gerade in Kerthora, Rokadia oder der anderen Welt sein, Wenn ich, wenn ich, Elysia. wenn ich die Musik im Hintergrund höre, dann eher nicht. Und diese. Ich mag ehrlich gesagt diese Hintergrundzeichnung, diese Berge, das sieht echt schön aus. Und ich mag die ganzen Schmetterlinge, die ihre Farbe ändern. Chevalier Hof, alles klar. Bonsoir, Monsieur. Ich suche den Weg in Richtung Versailles. Was wollt ihr in Versailles, Fremder? Alles klar. Steve wird in Wie? diesem. Nein. Steve wird in diesem Spiel einen Krieg gegen die französische Sprache führen. Wie ihr vielleicht wisst, herrscht hier Krieg gegen Versailles und den König.
Keine Sorge, ich bin nicht gekommen, um diesem Krieg auf irgendeiner Seite beizuwohnen. Ich bin Wissenschaftler. Cool. Ein Wissenschaftler als Protagonist, das hat man schon lange nicht mehr. So, so, Wissenschaftler. Ich hoffe auch, ihr wisst, dass diese Leuteaufschneider von der Heiligen Mutter Kirche gar nicht gern gesehen werden. Moment, Moment, Moment. Wir sind kein Arzt oder so etwas. Wir sind ein Wissenschaftler. Ich bin nicht diese Sorte Wissenschaftler, Bauer. Und die Heilige Kirche interessiert mich an den Dreck. Nenne mir den Weg nach Versailles. Sonst was? Ich rate dir, Fremder, beleidige nicht die Heilige Kirche. Hütet eure Zunge, Bauer. Oder es kann leicht passieren, dass ihr die Radieschen von unten betrachtet, anstatt sie zu pflücken. Und wer ist das? Du hast keinen Namen genannt, du hast gerade einfach nur losgesprochen. Das ist jetzt Steve oder was? Das ist Mani. Ja, Mani, denke ich auch. Mani, ich habe vor kurzem, diesen Namen gibt es tatsächlich in der Realität. Das muss man dazu mal sagen. Es gibt wirklich Leute, die Mani heißen. Und äußerst lange Wait-Befehle. Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt einige Wait-Befehle in diesem Spiel. Folgt dieser Straße bis zur nächsten Stadt. Dort wendet euch nach Westen. In etwa 2 Tagesritten könntet ihr Versailles erreicht haben. Aber ich rate euch, haltet euch und eure gotteslästerlichen Ansichten fern von diesem Gebiet, wenn ihr weiter ruhig reisen wollt. Überlasst unsere Ansichten ruhig uns. Gehen wir, Meister. Ah, sehr schön. Da fühle ich mich ja genau richtig in meiner Rolle. Ich habe mich gerade bewegen können. Ja, der Weg ist noch weit. Hast du es gerade gesehen? Ich konnte mich bewegen. Ja. Da unten ist das Schwarze Meer. Und das sind viele... Wir reisten weiter Richtung Versailles. Dem See. Und das sind mehr als 2 Tagesmärsche, wenn ich von da bis dort oben gehe. Obwohl uns die Menschen, denen wir begegneten, keineswegs freundlich gesonnen waren, hielt ich an dem einmal angenommenen Auftrag fest. Der König persönlich hatte mir seine Bitte gesandt, an den Hof zu Versailles zu kommen. Es gäbe eine Sache, die keinen Aufschub duldet. Es habe einen Tonfall gegeben, einen Todesfall natürlich, ausgerechnet in den heiligsten Hallen des Landes. Das Volk sei in Aufruhr. In den Zeiten wie diesen kann das schnell umschlagen, dann gibt es Krieg. In den Kneipen und Spelunken sprach man von Mord und Verrat. Es gibt da schon Krieg. Haben wir aktuell einen Krieg? Es wurde von dem Bauer so gesagt. Ach, der Bauer erzählt eine ganze Menge, wenn der Tag lang ist. Wahrscheinlich deswegen bat der König um meine Hilfe. Ich muss bescheiden zugeben, dass ich als der beste Arzt dieser Zeit gelte. Aha, also heißt das, Wissenschaftler ist wirklich synonym mit Arzt. Okay, das wusste ich nicht, aber das Spiel hat uns gerade etwas Neues beigebracht. Aber das ist nicht wichtig, auch wenn mein Wissen weit in die Zukunft reicht. Ich brauche einfach nur ein Expositionsgespräch, um eine perfekte Überblende zu haben. Aber das braucht auch der König nicht zu wissen. Doch die Spieler müssen wissen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Ja. Nach 2 weiteren Tagesritten erreichten wir Versailles. Am Schloss empfing uns Bucket, der Senior Page seiner Majestät. Er ließ uns nicht einmal Zeit, unser Gepäck zu verstauen, sondern führte uns schnurstracks zum Tatort. Ich finde es cool, wie wir diese große Strecke gerade in 4 Tagen gegangen sind. Bitte sehr, seine Majestät wünscht eine umfassende Aufklärung des Falles. Ja. Hat seine Majestät sonst noch Anweisungen hinterlassen? Nein. Oh, wartet doch. Er wünscht, dass ihr euch bitte, bitte, bitte benehmt und nichts anfasst und verschiebt und Dann werde ich den Leichnam jetzt untersuchen. Aber nichts anfassen. Ich halte mich hier zu Ihrer Verfügung. Ohne anfassen sollte das Ganze vielleicht ein wenig schwierig werden. Ich fasse erst einmal Mani an. Mani, was hältst du von der ganzen Sache hier? Ich weiß nicht. Sieht mir stark nach rituellem Mord aus. Der Kerl da drüben weiß mehr, als er sagen will. Der tote Kerl oder der da links? Der da links natürlich. Das hier ist das Handgelenk des Toten. Was? Naja, zumindest sind es die Reste des linken Handgelenkes inklusive der Hand. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es ziemlich kompliziert gemacht worden. Ja. Hier fehlen 2 Finger.
der Zeigefinger und der Ringfinger der linken Hand. Ich sehe sie nirgends. Okay. Das hier ist der Rumpf der Leiche. Der Kopf wurde abgetrennt, ebenso das linke Handgelenk. Was hat das zu bedeuten? Was weiß Bucket darüber? Bucket, unser Eimerfreund. Zwischenstand. Der Mann starb durch Enthauptung mit einem stumpfen Gegenstand. Das klingt auf jeden Fall schon mal schwierig. Warte mal kurz. Wie funktioniert das mit so einem Löffel oder wie? Ja, also, zum Beispiel, ja, du, genau. Mit der Unterseite vom Löffel trennst du jemanden. Das ist wahrscheinlich möglich, wenn du entsprechend Kraft aufbringst, aber... Aber ich behaupte mal, mit einem Spaten oder so ist es wahrscheinlich einfacher, jemanden zu köpfen, oder? Damit kannst du auch tatsächlich mit einem stumpfen Gegenstand köpfen, oder? Ich meine, der Spaten ist ja in dem Sinne nicht spitz, oder? Ja, also, ich denke mal, mit dem Spaten, wenn du den richtig ansetzt und auch richtig drauf drückst, mit Kraft, dann kriegst du schon wahrscheinlich den Kopf ab oder so, ne? Genau. Also, das würde also ein Spaten könnte ich mir vorstellen, genau, ja. Genau, das würde also auf jeden Fall gehen, genau. Ja. Ebenso wurde das linke Handgelenk mit zwei Finger abgetrennt. Ich verstehe also nicht diesen Handgelenk. Kann ich einfach sagen, die Hand... Faszinierend! War das alles? In der Tat, das war alles, was ich dazu sagen kann und möchte. Verließ und möchte. Ich habe das Gefühl, mit dem Typen, der stimmt was nicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, was mit dem stimmen soll. Ich meine, der hat keine Ahnung von nichts. Erzählt er uns zumindest. Oder hat er vielleicht etwas gesehen? Der Kopf wurde abgetrennt. Der zerfleischte Schnittrand deutet auf einen stumpfen Gegenstand als Tatwaffe hin. Aber das wussten wir ja irgendwie scheinbar gerade eben schon. Ohne dass wir mit dem Kopf interagiert haben. Merkwürdig. Ansonsten ist der Kopf völlig unversehrt. Man kann zweifellos seine Identität feststellen. Ich sollte Bucket fragen. Aber na gut, wenn du das mit einer Schaufel durchdrehen würdest, würde man danach wahrscheinlich immer noch die Identität erkennen können, oder? Ja, denke ich auch. Du sollst wahrscheinlich mit der Schaufel nochmal ordentlich auf den Kopf draufschlagen, damit das ein bisschen kaputt geht oder so. Bucket, Sie können mir sicherlich sagen, um wen es sich bei der Leiche handelt, oder? Gewiss. Das hier ist Monsieur François Milot, der Hofgeograf und einer der Chroniker hier am Hofe. Das war eine Menge Information. Bucket, an der linken Hand des Toten fehlen zwei Finger. Oh, das war vielleicht einer dieser Fingeresser aus Harry Potter. Tatsächlich? Nun, Monsieur, ich kann Ihnen nichts über deren Verbleib sagen. Guten Tag, ich bin nämlich Brite. Na, wenn das so ist. Was soll dir gerade dieses guten Tag? Ich halte mich zu Ihrer Verfügung. Er wollte damit sagen, dass wir uns ins Knie ficken dürfen. Okay, Mani hat scheinbar nichts Neues zu sagen. Ich weiß nicht. Sieht mir stark nach rituellen Mord aus. Und der Kerl da drüben weiß mehr, als er sagen will. Nö, das ist tatsächlich nichts Neues. Moment. Der Mittelfinger ist blau. Wenn ich eins durch Legacy of Dream gelernt habe, dann dass es sich lohnt, mit denselben Sachen mehrmals zu interagieren. Ja. Das ist Tinte. Offensichtlich hat er kurz vor seinem Tod noch etwas geschrieben. Guck mal, die Facets ändern sich mal. Ist es immerhin etwas Neues, ja. Und dafür, dass es Facemaker-Facet ist, es sieht sogar irgendwie erträglich aus. Das ist eines der wenigen Facemaker-Sets, das ich sogar okay finde. Vielleicht weiß Bucket, woran er gearbeitet hat. Als ob Bucket irgendetwas wissen würde. Ja, ich verstehe es nicht, warum wir den Typen schon nicht fragen. Bucket am Mittelfinger ist Tinte. Wissen Sie, woran er vor seinem Ableben gearbeitet hat? Ich weiß nichts. Oh doch, soweit ich weiß, schrieb er in der Chronik unserer göttlichen Majestät. Aber Sie sollten seine Unterlagen in den Regalen finden können. Oh, dann werden jetzt die Regale unlocked. Oder... Ja, denke ich mal. Sind das hier die Regale? Ja. Die Legenden der Götterankunft. Tunguska, die Sagen Sibiriens. Moment. Es gab zu diesem Zeitpunkt schon... wann spielt das? 1600, 1700 irgendwo? Ja, genau. Gibt es schon Sagen zur Tunguska-Region? Wo wahrscheinlich keine Sau lebt. Ja. Tunguska, die Sagen Sibiriens und Mythodea Siberia und Zarkander. Soll das eine Anspielung auf dieses Point-and-Click-Adventure Siberia sein, oder? Weiß nicht. Der Chroniker hatte anscheinend ein außergewöhnliches Hobby. Die Legenden, ein außergewöhnliches Hobby natürlich. Die Legenden Sibiriens, insbesondere in der Region Tunguska. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also ein Chroniker, der Geograf ist, in Frankreich, interessiert sich für Gebiete in Ostsibirien. Ja, warum nicht? Ich meine, er könnte natürlich dorthin reisen und dort persönlich irgendwelche Expeditionen unternehmen, aber
Er hat einfach nur das Wissen zusammengetragen. Ja, okay. Ausgerechnet Tunguska. Dieses Verfluchte. Ach, Schwamm drüber. Das soll mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Okay. Bücher über Legenden Sibiriens. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Mann auf brutalte Weise ermordet wurde. Also in Tunguska gibt es auf jeden Fall schon mal mehr Rechtschreibfehler als in Legacy of Dream. Ja. Offenbar wurde er angegriffen und, Moment mal, unter seinem Gewand sind tiefe Einschnitte, wie von einem sehr dicken Messer oder wie von Klauen. Wer oder was könnte das getan haben? Vielleicht ein Hund oder eine Katze? Er kann mir nichts weiter sagen. Den fand ich gut. Den fand ich richtig gut. Bucket, können Sie sich vorstellen, wer oder was das getan haben könnte? Nein. Sollen wir es nicht rausfinden? Nein. Nein. Gab es Anzeichen dafür, dass so etwas hätte passieren können? Zum Beispiel wie? Schnittverletzungen oder irgendwelche Beobachtungen anderer Personen? Hä? Schnittwunden, Monsieur? Wie kann eine Schnittwunde zu so einem, dass ein die Hand, das Handgelenk abgetrennt wird? Wie wurde die Schnittwunde überhaupt zugefügt, ohne dass irgendwie seine Klamotten beschädigt sind? Ja. Und wie wurde eigentlich das? Ja, das mit dem Handgelenk ist halt total komisch. Ja, der Tote weist welche auf. Und vielleicht ist ein Tier dafür verantwortlich. Ja, bestimmt nicht, Monsieur. Ha, ihr seid wirklich äußerst kurz angebunden, Bucket. Ich frage mich, wie oft ich noch mit dieser Leiche interagieren muss. Er starb durch Enthauptung, das ist alles. Nur ist mir das Motiv noch nicht klar. Ich sehe nichts Interessantes. Er kann mir nichts weiter sagen. Ein tatarischer Atlas, Landkartensammlungen über Sibirien, ein Reiseführer Tunguska. Jetzt gibt's sogar schon Tunguska Reiseführer. Nicht gerade das, was ich erwartet hatte. Muss ein sehr einseitiger Geograf gewesen sein. Steve, wenn wir irgendwann ein Unternehmen gründen, wollen wir das Tunguska GmbH nennen? Ja, so haben wir einen Namen. Hätte was. Okay, gut. Ja. Kannst du mit dem Buch auf dem Tisch interagieren? Zumindest nicht von... von der Seite. Ein aufgeschlagenes Tagebuch. Hoffentlich hat es noch niemand bemerkt und manipuliert. Wenn man es nur von der oberen Seite... 5. Mai. Ich habe gefunden, wonach ich suchte. Seit Wochen war ich immer auf der Spur, dem Berg irgendetwas. Seit ich vor einem halben Jahr über die Geheimnisse von Agnatuk gestolpert bin, lässt mich diese Geschichte nicht mehr los. Der Berg heißt heute anders, aber ich bin sicher, dass ich den richtigen gefunden habe. Der Berg, auf dem vor 4000 Jahren die ersten Götter unserer Welt... betraten? 14. Mai. Agnatuk wartet auf mich. Es wird Zeit, dieses reizende Dorf einmal zu besuchen und mehr über die Legende herauszufinden. 3. Juni. Ich bin zurück. Die Reise war sehr erholsam und lehrreich und in den letzten 2 Wochen habe ich natürlich kein Tagebuch geführt. Warum? Warte, ganz kurz. Wir wissen, dass dass dort, wo er hingereist, ja, ist ja dieses... Lass mal weiter. Also wir wissen, dass es in 2 Wochen alles passiert, ne? Im 3. Juni, ja. Ich bin zurück. Also es passiert innerhalb von einem Monat. Genau. Und die Reise war sehr erholsam und lehrreich. Ich habe viel herausfinden können und ich hatte recht. Yatkonda heißt heute nicht mehr so wie in der alten Zeit. Wie in den alten Schriften, aber ist nördlich von Agnatuk. Oh, 4. Juni. Nun ist es gewiss, der Schamane von Agnatuk hat mir die Wahrheit gesagt. Ich konnte mit meinen physikalischen Studien die Existenz eines Portals auf dem Gipfel nachweisen. Die Eingeborenen, die sie nennen diese Anomalie übrigens E-A-Tak, was so viel wie große Uhr bedeutet, die Zeit ist wieder einmal da. 16. Juni. Ich hörte Stimmen. Verfolgen mich die alten Geister? 18. Juni. Es wird immer schlimmer. Hat eine Krankheit, ein Fluch von ihr Besitz ergriffen?
habe ich eine uralte Barriere durchstoßen und den Zorn der Götter auf mich gezogen. Sie werden es merken. Früher oder später werden sie es merken. Oh, das ist einfach nur eine Qual. 29. Juni. Ich habe sie gesehen. Wochen meiner Forschung werden vergehen, wenn ich sterbe. Sie werden die Bestie loslassen, die was auch immer, die alten Hunde der Götter. 1. Juli. Das Portal kann geöffnet werden. Man braucht eine gewaltige Energie und den Kristall. Den Crystal. 10. Juli. Die Bestie wird kommen, sie wird mich holen, wie all die anderen vor mir. Die vielen, die vom Hofe unseres Königs dieser Witzfigur dienten und mich, die beseitigt wurden. Nutsch aus Mächtigeres. Gier, gewiss die Hetze der Menschen. 13. Juli. Sie müssen es wissen. Sie müssen einen Weg gefunden haben, das Portal nach Sibiria zu öffnen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Die Bestie. 22. Juli. Das Fieber hat mich gepackt. Meine Aufzeichnungen müssen gerettet werden. Ich denke, Agnatuk ist sicher. 21. 27. Juli. Hinter heute liegt eine Spannung in der Luft. Ich kann sie fühlen. Das Ende naht. Kein Kommentar zu diesem Buch. Holy shit. Viel zu klein, viel zu hart verpixelt, viel zu viele Fremdwörter oder fremdartige Ausdrücke. Und viel zu lang. Wie kann man nur auf so eine Schnapsidee kommen? Ich mag Mystic Tea. Ich denke, ich habe alles unter die Lupe genommen. Ich sollte diesem aufgeblasenen Arschbacket Bescheid geben, denn ich bin ein beschissener Wichser und beleidige jetzt plötzlich Leute. Was ich aber gut finde, denn dadurch wird er mir irgendwie sympathisch. Ich bin soweit fertig. Gut, können Sie bestätigen, dass der Mann eines natürlichen Todes starb? Sieht sehr natürlich aus. Nun, also so richtig eigentlich nicht. Nein? Hat er ja gerade gesagt, so richtig nicht, ne? Können Sie zweifelsfrei ausschließen, dass dieser Mann einen natürlichen Tod erlitten hat? Ja. Nun, zweifelsfrei sicherlich nicht, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass... Besten Dank, Monsieur, dass Ihr qualifiziertes Urteil die Hofärzte seiner Majestät bestätigt. Der Mann starb eines natürlichen Todes. Ich werde Sie hinausbegleiten. Guten Tag, Monsieur, das ist echt geil. Hier wurde wahrscheinlich irgendwie der Kopf abgetrennt. Ganz natürlich. Wegen Schnittwunden. Die Sache ging uns nicht aus dem Kopf. Was hatte König Louis der 16. zu verbergen? What? Was hat Mystic Tea mit historischen Persönlichkeiten? Ich verstehe es nicht. Wirklich. Was hat König Louis der 16. zu verbergen, dass er diesen Mord als natürlichen Tod verkaufte? Wir beschlossen, trotz meiner Bedenken, die Reise nach Sibirien anzutreten. Wow, das dauert echt lang, ja? Von Frankreich nach Sibirien zu reisen zur damaligen Zeit? Es wird relativ schnell gehen. Milo hat in seinem Tagebuch einen Hinweis hinterlassen, den Namen Agnuruk. So hieß der also. Das klingt überhaupt nicht nach Ragnarok. Übrigens, das Spiel, das ganze Ragnarok-Online-Grafiken. Okay. Im Atlas fanden wir das kleine Dorf mitten in der Region Tunguska. Das Geld für die Reise verdankten wir meinem Honorar für das Gutachten. Der König hatte sich zumindest nicht lumpen lassen. Der König hat irgendwas fehlinterpretiert und ihn trotzdem gut bezahlt. Sehr schön. Das wird absolut nicht lange dauern. Und guck mal, schon haben wir Deutschland durchquert. Und Alter, schau mal, so schnell kommt man nach Russland. Wir sind bereits dort. Jetzt müssen wir noch nach Sibirien. Das kann wenig dauern. So eine lange Reise. Ah, ja. Vor allem, wirklich, ich finde die Darstellung dieser Reise besonders gut. Nein, so wird das in Sibirien wahrscheinlich nicht aussehen. Das muss Agnuruk sein, das Dorf, von dem Milo schrieb. Ein Dorf namens Agnuruk klingt einfach nicht russisch. Oder? Nein, das Problem ist, es klingt einfach wie Ragnarok, verstehst du? Und das sind einfach alles gerade hier, wie heißt es, Ragnarok-Online-Grafiken oder was, diese ganzen Häuser und so? Also ich kenne mich nicht ganz so viel aus, aber ich weiß, dass das Spiel sehr viel Ragnarok, das Spiel ist jetzt eher an Ragnarok online orientiert. Wäre das davor ja an Myst orientiert, war es das jetzt Ragnarok. Und wir haben im Menü wieder dasselbe Geräusch wie in Legacy of Dream, das finde ich cool. So, was haben wir denn hier oben? Etwas, das ich nicht lesen kann? Items. Items, alles klar.
Wir haben schon mal 5 Krugwurz und Magiewurz. Du siehst, er hat wieder das. Also wir werden uns eine Kleinigkeit im Spiel fixen. Und zwar heilt Krugwurz, Magiewurz und noch 2 andere Heilgegenstände weniger, als in der Beschreibung dasteht. Wir werden das auf den Wert setzen, wie es in der Beschreibung steht. Also Mystic Tea ist auf jeden Fall ein großer Freund von Custom-Menüs. Finde ich jetzt prinzipiell erstmal gar nicht so verkehrt. Also wir haben hier auf jeden Fall... Ich finde es hier hübsch, muss ich sagen, mit den HP, MP, ja, genau, wir haben, genau, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Wir haben auf jeden Fall erstmal alles auf einen Blick. Was ja. Ich mich gerade frage, ist, was diese Dinger da unten sind. Die Sprechblase, der Pilz, diese 3 Sterne, der Stinkefinger. Ich denke mal, das sind negative Status, die wir haben können. Wenn man das erste ist vergiftet, das zweite ist verwirrt sein, das dritte ist wahrscheinlich stumm. Ja. So, und das so. Hier ist Können. Was können wir denn? Hof kann. Ach, wir haben also so einen Skillbrett. Genau, ein Skillbrett, genau. Ah. Die Technik Doppelschlag wird erlernt. Doppelschlag, 2 aufeinanderfolgende Schwerthiebe treffen den Gegner. Setzen, koppeln, bewegen, zurück. Das ist jetzt schon mal unglaublich kompliziert. Ich drücke mal auf Setzen. Für diese Fähigkeit werden 150 AP benötigt. Du hast zurzeit nur 0 AP. Ich finde es irgendwie schön, dass man nicht irgendwo sieht, wie viel AP wir besitzen. Sonst erst am Ende sieht. Keine Ahnung, bewegen. Nach rechts. Oh Gott. Warum kann man sich nicht frei bewegen? Magischer Angriff mit der elementaren Kraft des Feuers. Setzen. Ja, also wir können noch nichts machen. Ich denke auch, wir können hier aktuell noch nichts machen. Auch bei Mani gucken wir uns das dann später an. Du hast recht. Status, wir haben wieder einmal diesen extrem wichtigen Bildschirm, der unsere Zeit misst und sagt, dass wir bereits 3% des Spiels geschafft haben. Ich wette mit dir, wenn wir am Ende des Spiels sind, wir werden das Spiel durchgespielt haben, wir werden das Spiel nicht zu 100% durchspielen. Wir haben gewonnene Kämpfe und verlorene Kämpfe. Würde ich auch denken. Was ich mal cool finden würde, wenn man verliert, nicht Game Over ist oder so, weißt du? Dieses immer gleich Game Over sein mit verloren, finde ich ein bisschen schade. Wäre cool, wenn das hier nicht so wäre. Du meinst, dass du dann vom Pokémon Center aufwachst? Zum Beispiel. Dann haben wir hier unten links irgendwas, so eine Speicherungen. Geh doch mal rauf, was steht das Ding da? Das war Speicherungen. Denke ich mal. Ja, bei Nest war ja auch Speicherungen gezählt. Das ist eine CD mit einer Schrift und drauf. Und das andere ist Gold, oder was? Goldketten. Wir haben 1000 Goldketten. Goldketten sind scheinbar die Währung in diesem Spiel. Ja. Was haben wir denn? So, Waffen, du wolltest erstmal Waffen. Genau, Hof. Werden wir auch in diesem Spiel unsere Waffen wieder automatisch equippen, unsere besten? Ja, wahrscheinlich. Sieht bisher danach. Nee, wenn ich draufklicke, dann habe ich hier Sachen zur Auswahl. Aha. Oder auch nicht. Naja, keine Ahnung, werden wir dann im Laufe des Spiels Sachen rausfinden. Ich will nochmal kurz bei Mani gucken. Es ist nett gemeint, aber es ist wieder alles sehr, sehr umständlich. Es ist gar nicht so langsam, aber es ist einfach umständlich, ja. Speichern. Status, ah ja, das haben wir natürlich schon gemacht. Wo können wir speichern? Speicher das aktuelle Spiel. So, okay. So gut, wir können frei speichern. Beende das Spiel und kehr zu Windows zurück. Wollen wir das an dieser Stelle machen oder willst du dich nochmal kurz im Doof umsehen? Ich denke mal, das wollen wir an der Stelle machen. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir dieses Spiel und kehren zu Windows zurück. Wir hoffen, ihr hattet einen angenehmen ersten Part und wir würden uns wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns alle zur nächsten Episode von Tunguska Tor der Zeit wieder. Bis dahin. Tschüss.